Recht herzlich willkommen zur 200. Folge von Simotrans. Ja, letztes Mal hatten wir geschaut mit Klosterbauerschaft oder nee, Klosterbrauerei, dass da, sag schon, der, was war es denn? Ich weiß es nicht mehr. Oder zur Linienstraße, das sind hier die fahrenden Passagiere. Und wir hatten, nee, das war gar nicht da. Quatsch, das war da. Woanders, lass uns mal da, und ich nehme nicht WASD zum Rumschieben, sondern die Pfeiltasten. Und dann gucken wir einmal nicht auf dieser Kreuzung, weil da ist es schlecht, sondern wir gucken hier. Na, einmal reicht jetzt auch, dass wir hier 31,6. Okay, der hatte letztes Mal schon 31,6 mitgenommen. Jetzt kommt der nächste Zug, glaube ich, aber gerade rein, oder? Der da. Nimm mit, würde ich sagen. Der muss warten, weil hier kein elektrischer Strom dran ist. Ne? Vielleicht sollte man das gerade noch nachbauen, oder? Macht das Sinn? Könnte Sinn machen, ne? Jetzt kommt der an auf jeden Fall und hat nichts damit zu tun, der hat hier geladen. Jetzt kommt auf das 52.000. Okay. Da hat nur doch 85 letztes Mal stehen. Es kommt kein Zug, der das mitnimmt. Doch, jetzt. Der da war es, oder was? Auch interessant. Das heißt, die nehmen alle auch das andere mit hier. Die ich gerade aufgesetzt habe. Kann das sein? Der fährt bis zur Norddeutschen Mühle. Oder habe ich gerade was verpasst und habe den nicht? Doch, habe ich doch. Getreide Radolf Zell. Das ist der einzige, der richtige ist. Wo fährt denn der andere jetzt? Ich hätte doch noch einen, oder? Keiner da, der macht gerade Urlaub. Getreide Radolf Zell. Ah, schade, den hätte ich jetzt nochmal angeklickt. Ja. Getreidemühle fährt der. Jo. Warte mal, dann müssen wir den nochmal aufrufen hier. Ne, da ist tatsächlich nur einer drauf. Und war das der, den wir nur gemacht haben? Kann natürlich auch sein, weiß ich jetzt gar nicht. Dann ist das halt so. Der war der, den wir kontrollieren wollten. Das kann weg und ja, er ist derjenige, der das Plus einfährt. Wir hatten noch den Bus hier unten irgendwo am Laufen, der jetzt da steht. Der hat jetzt 46 Passagiere und ich glaube, der ist das nicht. So viel Gewinn von letztem Mal bis diesem Mal können wir nicht haben. Na, das hat nicht geklappt. Das war der. Nee, der war das nicht, oder? Nee, aber der fährt da hin und her und macht ordentlich miese, ne? Das war so ein Bus, den wir gemacht haben, weil da so viele standen, ne? Ich glaube, der ist auszurangieren, weil wir damals den Umschlagbahnhof hier geändert hatten, oder? Kann das sein? Und da standen hier so tausende von Leuten, die zum Rathaus wollten. Ich glaube, Rathausbahnhof ist jetzt über. Der fährt nur Rathausbahnhof an, ne? Genau. Dann können wir den ausmustern, denke ich. Wir machen erstmal nicht laden, schicken den zum Depot. Und dann gucken wir mal, was sich da ergibt, ob wir ihn wieder reaktivieren müssen. Das sind diese Postsäcke, die da so viel sind. So, der ist jetzt hier gut mit Plus unterwegs. Und das ist Radolf Zelland. Sag nicht, der hat jetzt schon 4.400 da geschafft. William McKinley, das ist diese Haltestelle. Doch, das ist der Bus, der da tatsächlich so viel... Na, von der letzten Folge bis jetzt, das wäre ja der Hammer, oder? Irgendwas ist da falsch. Das ist der, der jetzt nicht laden soll. Okay, der hat jetzt auch niemanden geladen, der kann jetzt erst ins Depot.
Lassen den aber auf der Linie drauf, weil sonst, ne, bringt uns das nicht weiter, den wieder anzuschmeißen. So, was haben wir jetzt hier? Das ist hier unten, ne? Okay, da gibt's jetzt auch tatsächlich Sachen, die er da noch lädt. Und ja, müssen wir mal schauen. $84.031. Und da kommt noch Weizen jetzt hinzu über Döbeln Südostwald. Okay, da gibt's noch irgendeine andere Verbindung. Ja, müssen wir gucken. Ja, was machen wir? Gute Frage. Ich suche immer noch den Bus, der letztes Mal knapp, also. Das war doch nicht der, das kann doch nicht sein. Ja, wenn es dann ist, dann ist es so, ne? Alles gut erstmal, würde ich sagen. Schauen wir weiter, was wir machen können. Wir, ich glaube, wir nehmen mal nicht diesmal, sondern das hier und machen. Ne, Gewinn war schon richtig. Und absteigend. Oh, so viel macht der Plus. Respekt. Wir haben gar keine Züge, die. Ach, die Zahlen sind leider nicht mehr rot. Wo fährt denn der lang? Hier, auf dieser Strecke. Fährt mit nix durch die Gegend. Und macht 60.000 Miese damit. Respekt. Da gibt es zwei auf der Linie, okay. Einen großen und einen kleinen. Die nehmen sich gegenseitig die Arbeit wahrscheinlich weg. Der hat jetzt wieder nichts geladen, der fährt leer durch die Gegend. Dann würde ich sagen, kann er gleich zum Depot fahren, ne? Bringt ja nichts. Gucken wir den zweiten an, was der dann noch da rausreißt. Da gibt es jetzt gerade keine Paletten, ne? Richtig doof. So, der nächste, wo fährt der? Der fährt auch noch da. Der hat aber 52 Tonnen landwirtschaftliche Güter dabei. Und die hat er immer dabei, oder wie sehe ich das? Achso, er fährt noch weiter in die Richtung. Ein Zug muss an den Schranken warten, das passiert schon mal, ne? Machen wir gerade schneller. Die bringt er jetzt dahin. Und nix zurück. Das Geld, was der macht, sind die 52 Tonnen landwirtschaftliche Güter. Das ist nicht gut, oder? Da hat er sie wieder, bringt die wieder zurück. Jetzt fährt er die sogar hin und her, oder was? Ach so, weil von da drüben was kommt wahrscheinlich. Ah. Ja, da müssen wir mal gucken, wann er mal leer fährt. Das war, jetzt fährt er leer. Jetzt kann er mal ins Depot. Und dann müssen wir mal die Paletten ändern. Vielleicht. Macht das Sinn. Ja, er fährt mit Null durch die Gegend. Das bringt uns auch nichts, ne? Der macht ja nur noch miese dann. Den müssen wir jetzt im Depot umändern. Okay, der ist angekommen. Das war der mit den 52 hier, oder? War das? Dieser ist es auf jeden Fall. Und das ist dann der. So, das bedeutet, wir schmeißen da mal welche von weg. Oh,
und holen die anderen rein. Und dann den machen wir auch noch weg. 1, 2, 3, 4. Und von denen hängen wir dann 2 da dran. 3. Nee. Da gibt es nur einen davon mehr und davon 2. Und dann kann er wieder fahren. Und der bleibt da erstmal ja noch stehen. Das war ja der. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir den beobachten, was der so treibt. Achso, das war er hier oben. Der fährt ja mit nichts durch die Gegend, ne? Jetzt gucken wir mal, was er hier unten macht mit den Möglichkeiten, die er da jetzt hat. 312 Tonnen. 169 hat er jetzt da weggeholt, okay. Fährt da weiter. Die sollen nach Döbeln Südostwald, was ja richtig dann ist, die Strecke. Und was nimmt er wieder mit? Jetzt nix. Passt, wa? Passt richtig gut. Haben wir ausgetauscht, mit nix gebracht. So, was macht er unterwegs? Nix. Und da hinten? Auch nix. Hammer. Da hat er wenigstens 156 Tonnen geholt. Da gibt es nochmal 52 zum Weiterbringen. Und nix. Da hat er nix. Und jetzt? 208 Tonnen, okay. Sind auf den Linien noch mehr? Ach so, davon mehr, aber alles klar. Ja, das bedeutet, dass dann ein paar zu viel unterwegs sind hier, ne? Jetzt die Frage. Welchen muss das da aus? Er kann maximal 100 fahren und er auch, spielt also keine Rolle. Und er kann auch 100 fahren, okay, ich dachte, die wäre schneller. Mit dem sind wir da aber schon gut begnügt. Ich glaube, wir schicken die zum Depot. Er hat geladen. Der auch. Aber auch beide nicht voll. Ich glaube, wir schicken da noch einen von zum Depot. Ja, haben wir. Dann gucken wir mal, was. 3 haben wir jetzt ins Depot, glaube ich, geschickt. Oder 2. Weiß ich jetzt nicht. Egal. Sehen wir dann. Ja, warten wir es ab, was da passiert. Der fährt jetzt ins Depot, ne? Ja. Der ist weg. Der ist schon im Depot und der fährt jetzt die Miesen ein. Das ist ja er hier unten rechts mit nix gerade unterwegs. Da ist jetzt der andere, der auch zum Depot fährt, weil wir hier haben wir ja schon einen mit, ne, den Möglichkeiten. Müssen wir mal schauen. Gerade schneller. So, kriegt er was? Ja, der ist jetzt vollgeladen sogar. Die Stückgut sind halt nur die Reserve, falls mal was da ist. Dafür haben wir den zweiten ja schon weggeschickt. Der immer noch nicht im Depot ist, doch da jetzt. Der ist jetzt im Depot. Der da unten auch. Der Rest fährt. Das sind jetzt die, ich jetzt sehe, die 4.
einer davon sozusagen voll wegen Getreide, ne? Aber die anderen sind nicht voll. Wo fährt denn der durch die Gegend? Ach, hier oben. Der kommt da gerade an. Fährt der auch die Strecke? Nein, der ist ein anderer, oder? Zubringer. Der Zubringer fährt gerade leer, ne? Hin wie her, oder wie sehe ich das? Warte mal, der Zubringer fährt von da nach da. Und er hier fährt von da nach da, hält er da an, ja, ne? Wenn der da anhält, dann fährt er die gleiche Strecke wie der Zubringer. Und hält er da auch an? Ja, hält er auch an. Das heißt, der Zubringer kann weg. Brauchen wir nicht mehr. Sind da mehrere Züge drauf oder nur einer? Gott, da sind so zwei drauf. Aber der eine ist schon im Depot oder was? Ja, das heißt, dieses ist sowieso durch das andere abgedeckt. Alles klar, dann können wir das definitiv hier von der Schiene nehmen. Ach, nehmen wir alles von der Schiene jetzt, egal. Er muss jetzt noch irgendwann im Depot ankommen. Hängt's jetzt oder was? Irgendwo ist hier was nicht in Ordnung. Ups. Ach so, Verfolgung ist da an, deswegen kann ich mit den Pfeiltasten hier arbeiten. Warum fährt er nicht? Okay, lass ihn da erst im Bahnhof fahren. Mit nicht laden und dann runter. So, jetzt kann er zum Depot. Sollte jetzt auch klappen. Wie sieht's denn mit dem aus hier? Huh? 341 Passagiere, läuft. Geld 145.000, auch gut. Ich glaube, da können wir die ganze Linie dann wegschmeißen, ne? Jetzt habe ich eben die alle aus dem Depot rausgejagt, ne? Aber egal. Ich glaube, das passte schon. So, den Zubringer haben wir über den anderen abgedeckt, haben wir ja davon gesprochen, ne? Wartet der jetzt hier auf freie Strecke oder was? Warum fährt der nicht mehr? Weil der sich da zum Depot den Weg reserviert hat, kann er sein. Danach geht's gleich weiter. Jetzt muss er aber fahren, oder? Ja, jetzt fährt er auch wieder. Geklärt. So. Linie löschen, alles ist gut. Haben wir da überhaupt noch Linien, die weiß sind und nicht genutzt sind hier unten? Da vier Städtebahn. Ist auch keiner drauf. Zack, Linie löschen. Ja, da gibt es tatsächlich noch Leute, die da durch die Gegend fahren. Ja, die roten Linien, die sind viel schlimmer, ne? Okay, das war die Linie für die Paulus-Geschichte, aber eigentlich nicht so wild, ne? Zack, weg. Weiter hoch. Gibt es noch weiße Linien, die nicht Fahrzeuge drauf haben? Ich glaube nicht, ne? Genau, hier gibt es noch veraltete Fahrzeuge dann, da müssen wir uns auch mal drum kümmern. So, dann so. 30 Miese ist schon mal schlecht. Wo fährt denn der? Ach, da unten. Das ist der noch.
Was macht er denn jetzt? Gar nichts mehr? 156. Immer noch, die fährt er ganz durch. Und zurück wieder leer. Gibt's unterwegs was? Nein. Und da wieder die 156. Wer fährt denn da noch drauf? Ist der auf dem Rückweg? Nö, der ist schon auf dem Hinweg. Zack, zum Depot. Der braucht nicht mehr mitfahren. Depot erreicht. Kann auch runter. Dann haben wir da nur noch drei drauf. Einer davon voll. Der zweite fährt jetzt gerade da hoch. Schneller. Unterwegs, gibt's da was? Nö. Und hier macht er voll. Ja. Da passiert nichts. Entladen und leer. Fährt zurück. Nix. Und da wieder voll, ne? Ja. Der ist okay. Der fährt gerade voll, genau. Und der da unten jetzt fährt nicht voll. Okay, das heißt, ja, müsste man den dritten Zug noch angucken. Das ist der, der wo ist? Da. Wie viel kriegt der jetzt mit? Fast nix. Ja, das ist der Ausweichzug sozusagen, weil der auch die zwei anderen hat, die wir da sonst nicht haben, ne? Mit dem Stück gut. Das bedeutet, drei Fahrzeuge, hier läuft der Gewinn, sehen wir ja auch da. Ich wollte gerade runterschalten, aber wir sehen ja hier den Gesamtgewinn. Den die drei machen, ne? Ist das so? Nee, da passt was nicht. Der Gesamtgewinn sieht anders aus. Das ist der momentane Gewinn. Könnte natürlich sein. Auf jeden Fall decken die beiden den da ab. Was ist denn da jetzt? Wieso ist der gerade gelb? Hier. Ha? Ach so, er war noch nicht am Entladen oder was, oder wie? Schauen wir mal. Der da oben ist voll, der da unten ist voll und der linke kriegt wieder den Rest. Aber der war auch ziemlich voll jetzt dabei, okay. Ja, geht also. Ich glaube, das lassen wir mal so laufen. Ah, das neue Jahr ist angefangen. Dann sehen wir die Zahlen. Warte, dann können wir den nochmal gerade holen. Ach so, da oben ist er aufgegangen. Dann können wir das nochmal gerade holen. Und uns angucken, wie es so gerade in diesem Moment läuft. Die beiden haben schon die schwarzen Zahlen erreicht. Der linke aber noch nicht unten. Aber der ist schon gar nicht so schlecht dabei. Ah, jetzt fährt er leer zurück. Das wird es wieder nichts werden, oder doch? Ah, da wird was gemacht. Der bleibt aber auch im Schwarzen, oder wie sehe ich das? Nicht ganz, aber fast. Gucken wir mal. 2,6. Also die beiden kleinen Züge sind gut unterwegs, während er da jetzt der Lückenbüßer ist. Wird aber durch die querfinanziert. Alles ist gut, denke ich mal.
Und so schlecht sieht die Zahl jetzt auch nicht aus. Er fährt nicht so extrem ins Minus. Er fährt zwar immer wieder, er fährt um die Null rum, würde ich sagen. Oh, er hat Stückgutpaletten jetzt mal dabei. Das können die anderen beiden nicht. Ist die Frage, warum damit mal Stückgut auftaucht. Und wieder 62. Jetzt gab es Südfrüchte. Da kam ein Schiff sozusagen an. Kann das sein? Weil die kommen ja mit dem Schiff, die Südfrüchte. Das ist jetzt eine Lieferung, die ein bisschen mehr Geld bringt. Das Zurückfahren mit leer, das ist das Problem. Naja. Irgendwie kriegen wir das auch hin, oder? Es ist noch interessant, wenn die Paletten weg sind, ne? Jetzt sind die Paletten noch nicht weg. Dann müssen wir gleich mal da drüben gucken, wie viel da noch liegen. Er hat immer noch welche. Oh, 1072 Südfrüchte stehen da noch, ne? Und da tut sich auch was. Irgendwer liefert gerade. Ach, da werden vom Bahnhof welche hier mit dem LKW hingebracht wahrscheinlich, ne? Kann das sein? Ah, die fahren aber alle leer hier hin und her, oder? Wie sehe ich das? Da ist jetzt ein LKW. Der bringt aber landwirtschaftliche Güter und keine Paletten. Der auch. Wer bringt denn die Paletten hier hin? Ah, bestimmt einer, der hier oben wartend hat, ne? Ne, hat er nicht. Boah, das ist jetzt eine Frage. Ach so, da gibt es ja auch Züge, die hier so rumfahren, ne? Da kommt er nämlich zum Beispiel gerade. Und der hat jetzt 93 Stück Gutpaletten dabei. Der bringt uns die. Zup. Der holt die von da oben. Und der kriegt jetzt keine mehr, weil alle, oder? Ja. Das war die letzte Lieferung. Irgendwann kommt dann wieder ein Schiff und dann geht's. So sieht's aus. Okay, dann ist das geklärt. Gut. Müssen wir wieder reingucken, wie es da weitergeht. Haben wir erstmal jetzt soweit hingekriegt. Der wird weiter miese einfahren, das ist auch klar. Dafür sind die anderen beiden, die das wieder ausbaden, obwohl jetzt hier gerade 17.000 miese steht für alle. Weil wahrscheinlich diese gar nichts kriegen, oder wie? Einmal bitte verfolgen. Einmal bitte bis dahin nehmen. Ne, jetzt gibt es gerade noch nicht mal mehr landwirtschaftliche Güter. Alles klar. Das ist schlecht. Er steht da und hat hier irgendwas angezeigt. Das Gelbe weiß ich nicht, ob das mögliche Ladung ist, die er doch nicht mitnimmt. Ich weiß es nicht. Hier sieht es genauso aus. Ja, gute Frage, ne?
Er hätte was zu mitnehmen, aber er fährt leider nicht die richtige Richtung. Oder wofür ist das Gelbe? Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß es jemand anders. Brummuckel weiß es bestimmt, gehe ich von aus. Oder weiß ich nicht, wer da noch so im Thema ist. Könnt ihr mir mal bitte da einen Kommentar zu geben? Das wäre nett. Alles klar. Gut, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Achso, falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich ein Video hochlade. Und dann haben wir noch, wie gesagt, die gewünschten Kommentare gerne und teilt es auf allen Kanälen, damit mehr Simotrans-Leute ein Favor dafür kriegen. Alles klar, bis dann. Tschüss.